Alexander Dean. Hey! Hey! Und aus Norden steht Deutschland bis die German Highlight Michael. Die Sympathien sind hier klar verteilt. Michael Knight, absoluter Publikumsliebling seit Show 1 von Maximum Wrestling. Fester Bestandteil des Kaders. Trifft im zweiten Match des Abends auf Alexander Dean, den Catch-Provokateur aus Dublin in Irland. Beide sind Ex-Champions. Michael Knight war zuletzt Cruiserweight Champion. European Heavyweight Championship getragen, genauso wie die Cruiserweight Championship vor Jahren. Das ist natürlich jetzt schon ein paar Kilo her, seitdem hat er sich in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Also kann man es ausdrücken. Mittlerweile natürlich klar offensichtlich ein absolutes Schwergewicht. Man sieht auch direkt zur Sache, die beiden Männer schenken sich hier nichts, also kein Geplänkel zum Beginn. Kev the Ref, Kevin Erickson hat hier direkt alle Hände voll zu tun. Den Arm von Michael Knight hier in Aufgabegriff überstreckt hier. Michael! Aber keine Aufgabe und jetzt zählt Kevin Erickson. Ja, die beiden treffen nicht zum ersten Mal aufeinander. Bereits vor 13 Jahren sind die beiden in Deutschland aufeinander getroffen. Also man kennt sich, ob man sich schätzt. Scheint eher nicht so der Fall zu sein. Alexander Dean ist 2019 bei Maximum Wrestling reingekommen, hat einige wirklich hochklassige Matches gezeigt und sich immer wieder für neue Aufgaben qualifiziert. Ich denke, das hier heute wird nicht weniger hochklassig, gerade mit einem Gegner wie Michael Knight, der für Qualität im Ring steht. Jetzt drückt er ihn weg. Und kriegt den Shoulderblock Cover von Dean. Nein, er versucht ihn hier in den Schwitzkasten zu nehmen. Und wieder Michael Knight drückt ihn weg, taucht unter, springt drüber. Ja, das war's wohl in der Hüftas. Es geht hin und her. Man sieht hier wirklich die Erfahrung der beiden. Knight versucht hier zu kontern, aber auch Alexander Dean und jetzt Springboard Dropkick. Was für eine Aktion von Michael Knight. Ruft den Zuschauern zu, geht weg, geht weg. Platz machen. Nimmt jetzt Anlauf Michael Knight und Bank geflogen, fliegt fast in die Kamera rein. Da stehen die Fans für den Norderstädter. Kevin Wilson sagt, hier bitte wieder zurück in den Ring, Männer. Den Befehl kommt Michael Knight sehr gerne nach. Direkt schmeißt der Alexander Dean in den Ring, kommt hinterher und will jetzt wieder Anlauf nehmen. Clothesline in den Rücken, Kick ins Gesicht. Die Aktion kennen wir und jetzt geht's wieder aufs oberste Seil. Und Alexander Dean schubst Kev the Ref ins Seil und dadurch kommt Michael Knight zu Fall. Clever gemacht, also er hat ihn schon fliegen sehen und hat Kevin Erickson, den Referee, hier in letzter Sekunde rausgeworfen. Boah, Swing Neckbreaker. Und jetzt das Cover, aber da sehen Sie die Ringübersicht. Die Ringübersicht von Michael Knight. In letzter Sekunde zieht er den Fuß aufs unterste Seil. Und das Cover wird abgebrochen. Kicker von Michael Knight. Also Alexander Dean hat hier alles im Griff. Das sind natürlich auch zwei sehr erfahrene Männer, die da aufeinandertreffen. Beide haben 2005 ihr erstes Match bestritten.
Alexander Dean 4 Wochen vor Michael Knight. Also der eine im April, der andere im Mai. Und diese Erfahrung kommt hier natürlich zum Tragen. Absolut. Alexander Dean hat sich seit seinen ersten Matches extrem verändert. Er war so ein dünner, blasser Junge mit akkuratem Haarschnitt und glatt rasiert. Tja, von der Rasur, die ist wahrscheinlich seit 13 Jahren nicht mehr passiert, so wie er heute aussieht. Er hat gesagt, versucht hier zurückzukommen, aber kriegt sie vielleicht wieder einen Treff in den Nacken von Michael Dean, also von Alexander Dean, um Himmels Willen. Ich muss jetzt wirklich gucken, wer da zu diesem Match kommt. Also so ein Cradle Pile Driver geblockt. Und zum Side Suplex von Alexander Dean. Er klopft sich auf die Schulter und kommt jetzt gemächlich zum Cover. 1, 2, aber Michael Knight kickt raus. Knappe Kiste, ganz knappe Kiste. Also wir sehen, Michael Knight kann immer wieder blocken, kann immer wieder versuchen zu kontern, aber Alexander Dean hat das Ding hier völlig im Griff. Passiert jetzt und Michael Knight kommt zurück. European Uppercut. Und sofort wieder unterbunden von Alexander Dean ist auch nicht unbedingt das, was man einen wrestlerischen Schöngeist nennen würde. Er ist einfach brutal effektiv in seinen Aktionen. Und jetzt wird er irgendwie wieder mit den Seilen, wird angezählt von Kev the Ref. Und er hat langsam die Nase voll. Das war schon das zweite Mal, dass er das veranstaltet hat. Wieder der Ansatz zum Cradle Pile Driver. Kann sich Michael Knight freistrampeln? Kann er. Und jetzt der Crucifix in ein Sunset Flip. Geht aber auch wieder hoch. Was kommt da? Und ganz starke Konter von Alexander Dean. Sehr, sehr viel Übersicht und Erfahrung. Und hat ihn jetzt hier im Sleeper holt. Michael Knight hat die Arme oben, versucht sich hier irgendwie ins Seil zu retten, aber die Seile sind weit und breit nicht vorhanden. Er ist ziemlich in der Mitte des Rings, kriegt die Unterstützung des Publikums hier. Arm geht runter. Zum zweiten Mal. Beim nächsten Mal muss Kev the Ref das Match hier abbrechen. Zugunsten von Dean. Aber Michael Knight kriegt den anderen Arm hoch. Ja, Wahnsinn. Und jetzt kommt er. Jetzt kommt er zurück nach oben. Und an den Haaren wird er zurückgezogen. Kommt jetzt erneut der Ansatz zum Cradle Pile Driver. Nein, Michael Knight wirft Alexander Dean über. Rennt hinterher und landet wieder in einem Sleeper holt. Hui, kann ihn hier über die Schulter werfen. Und landet mit dem Gesicht in der Ringecke. Also Alexander Dean mit allen Wassern gewaschen. Mit dem ganzen Gewicht springt er in Michael Knight rein, verpasst ihm einen Ellbogen in der Ringecke. Und der ist jetzt K.O. Also Alexander Dean muss das Ding hier eigentlich nur noch nach Hause bringen. Wischt jetzt hier seinen Schweiß im Gesicht ab von Michael Knight, seinen Ellbogenschweiß. Und das heißt, einfach, der Mann ist einfach brutal effektiv. Das ist wirklich so ein nur Spaß im Ring habe ich nicht. Ich will einfach nur meinen Gegner schaden und Matches gewinnen. Okay. Das gelingt ihm heute Abend sehr gut, aber Michael Knight kann hier blocken. Schöne Kombo und gibt's jetzt hier zum Tornado DDT, nein, geblockt von Dean. Wow, Spear! Halleluja! Das ist auch ein Move, den er von Michael Knight eher selten sieht. Und sofort sind die Zuschauer wieder da. Knight wird halt morgen Luft. Damit hat Alexander Dean überhaupt nicht gerechnet, der Ehre, und jetzt kommt Knight wieder. Und schon wieder. Darüber. Clothesline geblockt. Schöner Kick. In den Nacken von Alexander Dean. Der hängt jetzt hier mal in der Ringecke. Also, Michael Knight kann er jetzt anlaufen. Er schwankt ein bisschen, aber hierfür sollte er noch Kraft haben. Aber Dean kann schon wieder kontern.
Das ist ja Wahnsinn. Und dann geht das oberste Seil und zeigt eine Pura Kamrada vom obersten Seil. Was für eine spektakuläre Aktion hier im Max Nacht Theater. Und das sollte jetzt der Wendepunkt sein. Zumindest wenn es nach dem Publikum geht. Die sind voll dabei. Aber wieder springt Knight ins Leere. Dean kommt und... Jetzt springt Dean ins Leere. Knight rollt sich quasi, kommt über aufs oberste Seil und dann ist Alexander Dean da. Beide klammern sich auf dem zweiten Seil. Dean muss runter, Knight bleibt stehen. Und jetzt kommt er, jetzt setzt Michael Knight zum Flug an. Wow! High Cross Body, 1, 2, und da. Rausgekickt. Hart scharf. Was für ein hart umkämpftes Match hier. Beide Kontrahenten liegen Punkten am Boden. Kev the Ref muss hier gucken, dass beide noch können, sonst muss er gleich anfangen bis 10 zu zählen. Aber hier will natürlich keiner einen Double Count auch sehen. Die beiden kommen auch wieder langsam. Knight ist schon auf einem Fuß. Ihm auf den Knien. Letzter Kraft gestreiten bei uns dieses Match hier. Und dann wird Knight eingerollt und geht wieder im letzten Moment raus. Jetzt kommt jetzt der Pie Driver endlich rein. Und das ist ein Katapult in die Ringecke. Face First geht es ins oberste Turnbuckle. Ansatz zum Lights Out Driver. Hier mit viel Erfahrung und Übersicht kann Alexander Dean kontern. Und jetzt der Ansatz zum Cradle Pile Driver. Und da ist er! Zieht ihn durch! Das ist das gewesen! 1, 2, 3, Game Over für Michael Knight. Und der erste Sieg für Alexander Dean im Max Nachttheater. Und ich bin mir ziemlich sicher, von diesem Mann werden wir bei Maximum Wrestling noch viel hören. Sieger!